Um ehrlich zu sein, sie war eine meiner besten Freundinnen. Das war sie immer. Ich weiß. Ich weiß, Brock. Ich weiß es und Caroline weiß es sicher auch. Ja, es ist ihr wohl inzwischen klar geworden. Sie hat mich nämlich gebeten, aufgrund dieser Freundschaft etwas für sie zu tun. Was? Ich soll mich nach ihrem Tod um Rich kümmern. Was heißt kümmern? Ihm beistehen. Sie weiß, wie verzweifelt Rich nach ihrem Tod sein wird. Und sie möchte, dass ich dann für ihn da bin. Und wie sieht das mit deinen Gefühlen für Rich aus? Ich liebe Eric. Hast du das Caroline gesagt? Ja, natürlich. Aber sie ist überzeugt davon, dass Rich und ich zusammenkommen werden. Nun, vielleicht kann sie nur so damit fertig werden. Ich meine, vielleicht will sie ihn in guten Händen wissen. Brooke, lass sie doch in dem Glauben, wenn sie sich dadurch besser fühlt. Stormy, ich habe nicht vor, sie anzulügen. Oder ihr irgendwas zu versprechen, das ich nicht halten werde. Nein, das sollst du nicht und das musst du auch nicht. Du lässt sie einfach das glauben, was sie glauben möchte. Vielleicht macht es ihr das etwas leichter. Ich gehe heute Abend zu den Forresters. Sie haben eine Familienfeier. Und wir alle sollen so tun, als wüssten wir nicht, dass sie krank ist. Das war ihr ausdrücklicher Wunsch. Na gut. Dann wirst du eben stark sein für Caroline. Das schaffst du schon. Sie bedeutet mir sehr viel. Das möchte ich ihr zeigen. Ich weiß. Und sie wird es spüren. Sie wird es spüren, Brooke. Ich weiß es. Ich helfe dir. Danke, es geht schon. Ich muss mich nur eine Minute ausruhen. Es geht schon, Schatz. Du mutest dir einfach zu viel zu, das darfst du nicht. Ach, das war's wert. Ich möchte nicht, dass du dich überanstrengst. Das tue ich nicht. Wirklich, ich schwör's dir. Es gibt Dinge, die ich tun muss. Das sind die besten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe. Was denn für Dinge? Ich werde dir etwas für deine Zukunft schenken. Etwas, das dich immer an mich erinnern wird. An einem Ort, wo wir sehr glücklich miteinander waren. Ich möchte dich nicht nur mit Erinnerungen zurücklassen, Rich. Erinnerungen können traurig sein. Also gebe ich dir etwas Lebendiges. Das ist auch ein Geschenk an mich selbst. Ich verstehe dich nicht ganz. Blumen. Ich habe Blumen für dich gepflanzt. Weißt du, einige werden bald blühen. Andere werden erst später blühen, aber noch dieses Jahr. Hast du sie etwa alle selbst gepflanzt? Ja. Ich will, dass dich Lebendiges umgibt. Ich habe den Boden umgegraben und Knollen und Samen und kleine Pflänzchen gesetzt. Sie werden für dich blühen. Im Frühling und im Sommer und auch im Herbst. Sie werden dich immer wieder überraschen.
Sie sind wie kleine Nachrichten von mir. Aber du musst für sie sorgen und sie gießen. Versprich mir das. Natürlich, natürlich. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Verstehst du? Auf diese Weise werde ich immer bei dir sein. So, wie ich es versprochen habe. Damals, als wir geheiratet haben. Familienfeier. Ich freue mich so sehr.